Die Kirchturmuhr von Annweiler ist etwas ganz Besonderes, denn ihr Ziffernblatt und ihre Zeiger leuchten. Doch in den vergangenen 10 Jahren blieb es dunkel, wenn man hinauf zum Turm der Stadtkirche blickte. Die Technik war defekt, eine Reparatur aufwendig und teuer. Doch jetzt hat die Stadt die Sache in die Hand genommen. Also es wurde Sand gestrahlt, es wurde dann aufwendig lackiert, dann kam die LEDs-Ertüchtigung mit rein, neue Verkabelung und zum Schluss dann ganz besonders die Vergoldung. Und deswegen, das sehen wir jetzt auch schön im Hintergrund, also ich bin ganz baff, wie das jetzt strahlt. Und man sieht es an mir, ich strahle auch. Und ich glaube, so wird es jetzt ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern und auch Besuchern unserer Trifeldstadt gehen, wenn sie jetzt durch die Innenstadt laufen und von Weitem schon die strahlende Kirchturmuhr sehen. Also ich freue mich riesig. Ja. Jedes Ziffernblatt wiegt rund 100 Kilo. Gar nicht so einfach, das sicher an der Hebebühne des Krans zu befestigen. Aber die Stadt hat sich Experten zur Seite geholt, die viel Erfahrung mit Turmuhren haben. Grundsätzlich haben wir den Auftrag an die Firma Ankermann. Das ist unser Kirchturmuhren-Spezialist hier auch aus der Region. Also viele gibt es nämlich letztendlich nicht in Deutschland, die spezialisiert sind auf Kirchturmuhren. Und es ging dann über die Firma Ankermann, die dann die Firma Perrott für diese Spezialaufträge dann nochmal aktiviert hat. Das Traditionsunternehmen aus Calw hat die größte jemals gebaute Turmuhr der Welt geliefert. In Mekka zeigt sie den gläubigen Muslimen am zweithöchsten Gebäude der Welt die Zeit in über 400 Meter Höhe. Also die haben eine der höchsten Turmuhren auch der Welt installiert. Also Fachkompetenz ist da absolut gegeben und ich bin stolz und dankbar, die beiden einfach an unserer Seite zu wissen. Und dann kann da auch nichts schief gehen heute. Und so macht sich das erste der 4 Ziffernblätter der Kirchturmuhr auf den Weg nach oben. Der Kranarm befördert das besondere Gut und die Arbeiter in 25 Meter Höhe. Da oben ist es ganz schön wackelig. Der markante Turm der Stadtkirche wurde 1318 errichtet und ist das älteste Gebäude der Stadt. Viele verbinden Erinnerungen mit dem Blick nach oben. So auch der Stadtbürgermeister. Für mich war es auch immer, sie war beleuchtet, das war das Wahrzeichen. Man hat aus dem Fenster geschaut und hat sich sofort zu Hause gefühlt noch zusätzlich. Und die besonders, was ich noch in Erinnerung habe, ist mein Sohn, der jetzt mittlerweile 14 ist. Und wir hatten damals hier in der Innenstadt in dem Haus gewohnt und da ist er aufgewachsen und er hat vorm Schlafengehen immer aus dem Fenster geguckt und hat dann die Dom. Also er konnte noch nicht Kirchturm sagen, hat dann die Dom gesagt. Also auch der hatte schon damals dann, wo ist die Kirchturmuhr hin? Ne? Und ich meine, so geht es vielen. Also man verbindet ganz viele Momente damit und ganz vielen ging es jetzt in den letzten Monaten auch so. Man ist durch die Stadt gelaufen und hat instinktiv nach oben geguckt, um zu gucken, wie viel Uhr es ist. Aber sie war nicht da. Also sie ist schmerzlich vermisst worden. Jetzt kommt sie wieder. Dafür werden die Ziffernblätter jeweils an 2 Gewindestangen von innen an das Mauerwerk herangezogen. Und dann nochmal an 4 Stellen verbohrt, damit sie später bombenfest sitzen. Nach einer Stunde ist das erste Ziffernblatt befestigt. Jetzt fehlen nur noch die Zeiger. Und die Uhren an den anderen 3 Seiten des Kirchturms natürlich. Am Sonntag haben wir die Einweihung. Dann werden wir symbolisch auf den Knopf drücken, damit dann auch die Beleuchtung jetzt nach all den Jahren wieder kommt und vielleicht uns alle erleuchtet und vielleicht strahlt es ja bis nach Russland, wer weiß. Man soll ja die Hoffnung nie aufgeben.